Der Plan ist weiter fortzuschreiten, Der Plan ist weiter fortzuschreiten, Der Plan ist weiter fortzuschreiten. Der Plan ist weiter fortzuschreiten. Der Plan ist weiter 1979, mein erster Augenblick, viel auf weiße Mauern. Meine Mutter hielt mich fest und es sollte nicht mehr lange dauern. Ich wurde älter und während Mama sich wegen einer bescheuerten Bettdecke mit dem Staat anlegt, als ob sie einen anderen Zweck hätte. Sie war nur für den Winter, doch meine Geschwister und ich froren nicht, denn die Familie wärmte sich bis zu dem Tag, an dem sie vorsichtig und systematisch zerlegt wurde von einer nagelneuen SS. Die Staatssicherheit brachte uns den Bruch und mir den Stress, denn ich war noch keine 8 Jahre, da war ich schon schwer als Fieber in einem Heim voller werdenden Faschisten, deren Ziel war, sich zu schlagen und zu hetzen. Doch ich sprang auf diesen Zug nicht auf. Man verlegte mich immer wieder, denn ich hielt's bei Nazis nicht aus. Und dann kam die Wende, ich im Kinderknast. Hey, da war ich noch keine 10. Noch nichts gesehen von der Welt, konnte das Ganze nicht verstehen. Musste bis zur Ohnmacht Kniebeuge machen, weil ich im Bett leise gehustet hab. Die Erzieher waren so dessen, die von ihrem Scheißleben gefrustet waren. Ich weiß nicht, wie oft die Mädchen nachts unter Schmerzen geschrien haben. Eingesperrt wie wir, weil man ja nur getrennt erziehen kann. Und doch ich machte mein Maul auf und kämpfte genauso hart wie meine Eltern. Gegen das System, gegen den Staat und war im Kopf immer älter als die anderen. Drum bin ich mit 14 Jahren aus dem Fenster gesprungen. Über Stacheldraht hat mich verletzt und zum Laufen gezwungen, hab mich auf Klo versteckt, während ich schwarze Name als ostdeutschen Bahn fuhr. Kam nach Hause, mein Zuhause, mein Blut war meine Spur. Denn die Sonne geht im Osten nicht auf und im Westen nicht unter. Denn die Sonne geht im Osten nicht auf, im Westen nicht unter. Denn die Sonne geht im Osten nicht auf und im Westen nicht unter. Der Plan ist weiter fortzuschreiten. Die Sonne geht im Osten nicht auf und im Westen nicht unter. Ich bin nun lange schon am Rhein, doch ich weiß, dass die ehemaligen Spitzen der DDR immer noch in gewaltigen Führungspositionen sitzen. So traf ich die Frau, die mehr Familien auf dem Gewissen hatte als Haare, in einem Rathaus-Ledersessel, vor ein paar Jahren mit hoher Nase. Ihre ganzen Stasi-Akten hatte sie wegen der neuen Diäter gefressen. Sie müsste eigentlich lebenslang hinter Gitter, doch mit dem Westen kam der Umschwung und man hatte eine ganze Nation befreit, nachdem sie vergewaltigt wurde. Ich denk nicht gerne an die Zeit. Und dort stehen die Afros saufen, nicht länger falsch genannt zu werden. Doch man nennt mich Ossi, nennt mich Russe, und die Scherben sind nicht gefegt, wenn selbst der Kanzler seine Verwandten Ostdeutsch nennt. Man überall nur reagiert, noch nichts passiert und jeder hemmt. Und ein Jahrzehnt später ist alles so, als hätte es den Umschwung nicht gegeben. Man zwingt das kaputt befreite Land weiterhin auf eigenen Beinen zu leben. Und gehe ich zu Weihnachten meine Eltern in meinem Land besuchen, treffe ich an Tankstellen Faschos und den levitischen Fluch. Denn die Sonne geht im Osten nicht auf und im Westen nicht unter. Denn die Sonne geht im Osten nicht auf, im Westen nicht unter. Denn die Sonne geht im Osten nicht auf und im Westen nicht unter. Der Plan ist weiter fortzuschreiten. Die Sonne geht im Osten nicht auf und im Westen nicht unter.